Die Bundesinnenministerin, die hat jetzt aktuell bei einem Fluchtgipfel auf europäischer Ebene nicht teilgenommen, weil sie gesagt hat, wir haben ja aktuell gar keine Migrationskrise. Stimmen Sie zu? Sie hat einen Staatssekretär geschickt. Ich war bei den EU-Ministergipfeln immer selbst dabei. Auch wenn ein Thema nicht wichtig war, da hat man da zu sein als Bundesminister im Ministerrat. Da fallen wichtige Entscheidungen, die man hinterher, wenn sie nicht richtig laufen, auszulöffeln hat. Kollege Michael Müller weiß als regierender ehemaliger Bürgermeister von Berlin davon, ein Lied zu singen, denn es ist nicht nur Bundesrecht, sondern auch Landesrecht hinterher. Aber wenn Sie zustimmen, es gibt im Moment keine große Migrationskrise, wie Sie das gesagt haben? Dann ist die Frau irgendwo vom anderen Stern. Sie möchte ja Ministerpräsidentin in Hessen werden, aber so wird sie es bestimmt nicht. Wer Augen im Kopf hat und jemand wie ich erlebe das ja täglich bei meinen Bürgermeistern, 50 Bürgermeister in meinem Wahlkreis. Im Wahlkreis ganz im Süden, im letzten Zipfel von Bayern, wenn ich das so sagen darf? Nö, wie das klingt, der letzte Zipfel von Bayern, wo die Leute am allerliebsten in Urlaub hinfahren, Berchtesgadener Land und Chiemgau. Nein, da kommt natürlich die Balkanroute an, von Salzburg über die bayerische oder deutsche Grenze. Und dann werden jetzt die Turnhallen der Schulen und so weiter vollgemacht, die Mehrzweckräume der Gemeinden, und da kommt richtig Stimmung auf. Und wenn die dann hören von der deutschen Innenministerin, da findet nichts statt, dann fühlen die Leute sich natürlich verschaukelt. Wie kann man als Ministerin, Frau Strack-Zimmermann, offenbar, wie Herr Ramsauer das schildert, so daneben liegen? Also ich würde damit ein bisschen sachlicher umgehen. Ich weiß jetzt nicht, warum, ob das der einzige Grund war. Das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Nein, ich finde, Herr Ramsauer, Sie sind erfahren und wissen, dass Ministerinnen und Ministern möglicherweise war was anderes. Spielt aber keine Rolle. Es geht ja darum, die Aussage, Migrationskrise, ja oder nein. Ich wollte das nur, weil das kann ich gar nicht beurteilen. In der Tat ist es so, dass wir momentan 1,2 Millionen ukrainische Flüchtlinge in Deutschland haben. Neben Polen und anderen Nachbarstaaten sind wir das Land, was am meisten aufgenommen hat. Das liegt auch an der Nähe natürlich zur Ukraine. Wir wissen ja, bei Fluchtbewegungen gehen die Menschen sozusagen gar nicht weit weg. In absoluten Hoffnung, Zahlen haben wir so viel aufgenommen. In absoluten Zahlen, dass Menschen natürlich als sogenannte Binnenflüchtlinge in der Nähe zumindest des eigenen Landes bleiben, in der Hoffnung, dass sie wieder zurückkehren. Und in der Tat, momentan steigen die Zahlen nicht. Angesichts des Dramas, Sie haben es ja gerade gezeigt, dass Putin jetzt versucht, nachdem er militärisch nicht den Erfolg hat, den er glaubte, nicht nur die Menschen zu quälen und umzubringen, das ist ja unvorstellbar, was sich da abspielt, sondern er möchte natürlich eins erreichen, er möchte, dass durch die Migration der Einhalt der Europäischen Union, der Einhalt des eigenen Staates unterminiert wird, also auf gut Deutsch, dass wir aufeinander losgehen wegen dieses Themas. Herr Ramsauer hat ja schon mal ein gutes Beispiel gerade gebracht. Das sollten wir eben abwehren und zeigen, dass wir auch in einer solchen Zeit natürlich überlegen müssen, ich komme aus der Kommunalpolitik, wie können wir damit umgehen, aber wir sollten nicht gegen einander rennen, sondern wir sollten uns in Acht nehmen, das Narrativ des Wladimir Putin nicht zu bedienen. Ja, wir müssen aber offen natürlich über die Flüchtlingskrise, die wir offenbar ja aktuell haben, weit über eine Million insgesamt, rund 1,2, knapp 1,3 Millionen aus der Ukraine. Die UNO warnt massiv vor vielen, vielen weiteren Millionen Flüchtlingen, wenn die Lage so dramatisch ist aktuell in der Ukraine, nach der das im Moment aussieht. Herr Lafontaine, wenn dann die deutsche Innenministerin eben sagt, wir haben doch im Moment gar keine große Migrationskrise in Deutschland, was sagt das über die Flüchtlingspolitik in Deutschland aus, Ihrer Meinung nach? Ich finde das sehr bedauerlich, denn die Zahlen sind ja eindeutig. Wir müssen überlegen, wie wir jetzt die Situation lösen können. Und für mich gibt es nur eine Antwort. Wir müssen schnellstmöglich einen Waffenstillstand erreichen. Wenn wir den Menschen, die in der Ukraine sterben, helfen wollen, die dort verletzt werden und die Menschen, die jetzt frieren, das ist der beste Weg, und ich freue mich, dass der oberste Soldat der USA, Mark Milley, der Generalstabschef, jetzt gesagt hat, wir brauchen endlich Verhandlungen und müssen zu einem Waffenstillstand und einem Frieden kommen. Das ist die richtige Antwort. Das heißt, Sie würden jetzt noch vor dem Winter große Zugeständnisse an Moskau machen? Man muss verhandeln. Was bei den Verhandlungen herauskommt, wird man dann sehen. Aber versuchen muss man es, denn ein Waffenstillstand wäre die beste und die größte Hilfe für alle Menschen, die jetzt leiden.
Angesichts dieser humanitären Katastrophe, Frau Strack-Zimmermann, ganz schnell zu Herrn Lafontaine, er sagt jetzt, bevor wir hier weiter diskutieren, ganz schnell nach Moskau fahren und Verhandlungen aufnehmen. Angesichts dieser Katastrophe, die sich da möglicherweise anbahnt, der richtige Weg? Naja, das ist die Welt des Oskar Lafontaine, dass man offensichtlich einen guten Draht hatte früher und dann mal in Moskau anrief. In der Tat, es gibt zwei Szenarien. Die Russen hören umgehend auf, ziehen sich zurück aus der Ukraine. Dann ist der Krieg sofort und umgehend beendet. Oder die Ukraine wehrt sich nicht mehr, dann ist die Ukraine von der Bildfläche verschwunden. Das sind die Alternativen momentan. Und insofern ist es unsere Aufgabe, die Ukraine in ihrer Wehrhaftigkeit zu unterstützen und uns eben auch so wie möglich uns um Flüchtlinge natürlich im Kontext Europas zu kümmern. Wir sprechen über die Flüchtlingslage, Herr Knaus, und Sie forschen zu diesem Thema seit vielen Jahren, sind vielleicht in Europa der Migrations-, der Flüchtlingsexperte. Was droht dort? Sie sprechen von einem historischen Fluchtwinter. Was bedeutet das in Zahlen? Naja, was wir jetzt schon haben, ist die größte Zahl von Flüchtlingen, die seit den 40er Jahren, also seit auch der Nachkriegszeit, da sind ja Millionen Deutsche auch nach Deutschland als Flüchtlinge gekommen. Aber seit den 40er Jahren hatten wir so etwas noch nie erlebt. Und das ist jetzt schon die Situation. Und wie Frau Strack-Zimmermann ja auch klar sagt, es ist eine politische Strategie. Die Fluchtursache ist, hat einen Namen, das ist Wladimir Putin. Sein Ziel ist es, Europäer, und das ist vielleicht die letzte Karte, die er noch spielt, weil der Terror hat die Ukrainer bis jetzt nur entschlossener gemacht, weiter zu kämpfen. Aber seine Hoffnung ist, die Europäer zu spalten, dass die Europäer die Ukraine fallen lassen. Und dazu setzt er auf Zerstörung der Infrastruktur. Er hat allerdings, muss man dazu sagen, schon fast ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung aus ihren Häusern vertrieben. Aber die allermeisten, und das ist in der Debatte hier wichtig, sind in der Ukraine geblieben. Binnenflüchtlinge oder sogar zurückgekehrt sogar im Viele sind seit dem Ende August, des Winters, September. Genau, seit April. Es gibt einen Tag, 15. April, als zum ersten Mal mehr Ukrainer aus Polen zurückgehen als kommen. Wir haben eigentlich die letzten Monate eine Rückkehr gehabt, weil es sind Frauen, es sind Kinder vor allem, die zurück wollen zu ihren Vätern, Ehemännern. Jetzt fällt die Elektrizität immer wieder aufs Neue aus, die Heizung fällt aus und wir sprechen jetzt über eiskalte Temperaturen. Jetzt mit Blick auf die nächsten anderthalb Wochen Dauerfrost in der Ukraine. Das ist eine Katastrophe. Es ist auch ein permanentes Kriegsverbrechen, das auch zeigt, wie ernst es Wladimir Putin meint. Auch wie er die Stadt Kherson, wie die übergeben wurde, alles zerstört. Mhm. Da kann man im Winter nicht leben. Und daher müssen wir uns jetzt darauf einstellen, wenn wir dieser Erpressung nicht standhalten wollen, aber den Konsens in der Gesellschaft bewahren wollen, dass wir in Deutschland, in Europa, in den Ländern, und das sind zum Glück die meisten, nicht alle, aber die meisten, die bereit sind, Leute aufzunehmen, dass wir uns so organisieren, dass das über diesen Winter hinaus bis zum April funktioniert. Darüber sprechen wir gleich en Detail. Herr Knaus, Herr Müller, haben Sie für Berlin im Moment einen Überblick, wie viele Menschen aus der Ukraine, wie viele Flüchtlinge man da insgesamt in den vergangenen Monaten mittlerweile aufgenommen hat? Das sind gut 90.000. Mhm. Das ist ungefähr auch vergleichbar mit denen, die 2015, 2016 gekommen sind. Das war auch innerhalb von 8 Wochen sind ungefähr 100.000 zusätzlich in die Stadt gekommen. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Man will den Menschen ja auch gut helfen. Das heißt, es geht darum, gute Unterkünfte zu schaffen in einer Stadt, die ohnehin schon eng ist und ein Riesenbevölkerungswachstum hat. Und neben und in der vieles schon nicht funktioniert im Alltag. Naja, aber wir haben ja auch 100.000 Syrerinnen und Syrern helfen können. Wir helfen jetzt 90.000 Menschen, aber es geht ja auch nicht nur um Wohnraum. Es geht um ärztliche Versorgung, um Beschulung für die Kinder, es geht um Kleidung, um Nahrungsmittel, es geht um eine Perspektive, vielleicht auch über den April hinaus. Es geht um Integrationsarbeit und das ist natürlich nicht nur für Berlin, für die Städte und Kommunen. Die regierende Bürgermeisterin hat gesagt, sie befindet sich die Hauptstadt jetzt im Grunde an der Kapazitätsgrenze. Das heißt, wenn wir jetzt sprechen über eine neue Flüchtlingsbewegung, möglicherweise massiv, sie können nicht mehr in Berlin? Ich frage immer, wie ist der Umkehrschluss? Deswegen zucke ich auch bei dem Begriff Migrationskrise oder Flüchtlingskrise oder wie auch immer. Ich habe gezuckt bei dem Satz oder Wort Kapazitätsgrenze, der von der Bürgermeisterin kam. Wir werden weiter helfen müssen. Wollen wir die Menschen alleine lassen? Sie kommen aus bitterer Not. Sie können in ihrem Land, was ja die beste Lösung wäre, können sie nicht bleiben wegen der Zustände, die wir gehört haben. Das heißt, sie machen sich aus gutem Grund auf, um sich und ihre Familie zu schützen. Und wir wollen der Ukraine helfen, militärisch, diplomatisch, wie auch immer. Aber es ist doch auch unsere humanitäre
humanitäre Pflicht, den Menschen auf der Flucht zu helfen. Und insofern, auch wenn es für uns eine Belastung ist, und es ist eine Belastung, kann man nicht wegdiskutieren, ist es auch unsere Aufgabe, weiter zu helfen. Herr Nikolaidis, wenn Sie das hören, gleichzeitig dieses Dilemma spüren bei Herrn Müller, Herr Ramsauer hat das bei sich aus Berchtesgaden geschildert. Einerseits der Wille zu helfen und auf der anderen Seite ganz klar zu sagen, die Kapazitätsgrenze ist erreicht. Wie würden Sie es auflösen? Ja, Gott sei Dank ist es nicht meine Aufgabe, es aufzulösen. Ich kann es beschreiben. Es ist an der Grenze und so sehen sich die Gemeinden und Landkreise, dass man mit den Ukrainern eigentlich bis oben auf voll ist. Und jetzt kommt eben noch die Zuwanderung über die Balkanroute, über im Grunde alle deutschen Grenzen hinzu, wo wir eine illegale Migration haben, die im Asylantrag endet. Und das ist inzwischen auch im Steigen begriffen und wir gehen auch da auf Werte von 2015, 16 zu. Aber dann konkret, zum Beispiel Berchtesgaden. Herr Ramsauer sagt, wir sind jetzt dabei, die Turnhallen wieder zu öffnen. Das ist was, was, glaube ich, in der Bevölkerung erst recht nach der Corona-Zeit niemand möchte. Und nach den Erfahrungen von 2015, 2016 würden Sie das tun. Oder Beispiel Hauptstadt Berlin. Die Hauptstadt, die Bürgermeisterin sagt, wir sind an der Kapazitätsgrenze. Also was jetzt tun? Ja, in Berlin werden Zelte gebaut auf dem Flughafen Tegel. Und es wird gesagt, das ist aber nicht Moria. Also man setzt sich moralisch ab und macht sich besser. Und gleichzeitig macht man im Grunde genau das Gleiche. Waren Sie mal in Moria? Ja. Wissen Sie, von was Sie sprechen gerade? Auch. Unterschied. Ich muss da nicht gewesen sein, um zu wissen. Doch, ein bisschen Reflexion hilft schon. In Moria wurde in diesem Lager, gab es einen Zusammenbruch der Staatlichkeit und Kontrolle. Da gab es Vergewaltigungen, wo sich die Polizei nicht hineingetraut hat. Ja. Das sind auf engstem. Also da ist Berlin, da ist Deutschland so meilenweit davon entfernt. Aber wir bauen Zelte, machen Turnhallen wieder auf. Das ist der Winter 2022, das ist nicht das, was wir wollen. Ich sage ja, wir wollen bestmöglich helfen. Wir haben Wohnungen zur Verfügung gestellt, die Bundesebene, bundeseigene Liegenschaften. Wir haben Container gebaut. Wir nehmen andere Unterkünfte, große Institutionen, die ihre Räumlichkeiten nicht brauchen. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir auch mit Zelten, so schlimm es ist, helfen wollen und helfen müssen, weil sonst haben die Menschen gar keine Situation, wo sie irgendwie diesen Winter überstehen.